Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Heute kam es in der Sachsendorfer Straße in Cottbus zu einem tragischen Zugunglück. Eine Person wurde von einem Zug der Deutschen Bahn erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handelt, kann noch nicht gesagt werden. Am Vormittag nahmen Vertreter der BASF in Schwarzheide und Vodafone Deutschland zusammen mit Brandenburgs Wirtschafts- und Arbeitsminister Jörg Steinbach das neue 5G-Campusnetz am Lausitzer Produktionsstandort feierlich in Betrieb. Sie läuten so eine einjährige Testphase ein, in der die Potenziale der neuen Funktechnologie für die Prozessindustrie ausgelotet werden sollen. Minister Steinbach sieht darin ein Beispiel für den Umbau der Lausitz in eine Hightech-Region und lobt die BASF für ihre Entscheidung. Bewusst habe man sich für ein Campusnetz, also eine sogenannte Insellösung, entschieden. Man sei so unabhängig vom öffentlichen Mobilfunknetz und könne selbst über den Ausbau und die Qualität des 5G-Netzes entscheiden. Darüber hinaus könne die Verfügbarkeit der eigenen Daten gewahrt werden, so Jürgen Fuchs, Vorsitzender der Geschäftsführung der BASF in Schwarzheide. Rodelspaß für EG-Wohnmitglieder, Heizkostenzuschuss für Wohngeldbeziehende und erstmals Impftermine für Kinder in der überregionalen Impfstelle. Diese Themen seht ihr jetzt in den Kurznachrichten. 120. Jubiläumsjahr der EG-Wohnen. Gestern war es soweit. Die EG-Wohnen feierte 120-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltet die Genossenschaft morgen eine Wintergaudi auf der Rodelpiste an der Stadtmauer. Mit diesem Event möchte sie sich bei ihren Mieterinnen und Mietern bedanken und spendiert 5-mal Rodelspaß. Anmelden können sich die Mieter über das Kontaktformular im EG-Portal. Anschließend einfach die Bestätigungsmail ausdrucken und morgen in der Zeit von 14 bis 20 Uhr losrodeln. Heizkostenzuschuss von mindestens 135 Euro. Die Heizkosten sind im Herbst explodiert. Wohnen und Heizen soll trotz der steigenden Preise für alle Haushalte bezahlbar bleiben. Die Ampelkoalition hat deswegen eine Förderung für alle Haushalte mit niedrigem Einkommen beschlossen. Wohngeldbeziehende sollen einen einmaligen Zuschuss von mindestens 135 Euro bekommen. Wenn zwei Menschen in einem Haushalt wohnen, sind es sogar 175 Euro. Für jeden weiteren Mitbewohner sind 35 Euro vorgesehen. Rund 710.000 Haushalte, die zwischen Oktober 2021 und März 2022 Wohngeld bezogen haben, sollen die Hälfte bekommen. Erstmals Impfung für Kinder. Am kommenden Freitag können sich erstmalig Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren in der Messehalle impfen lassen. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr sind erste Termine frei. Terminvereinbarungen sind unter cottbus.de/corona möglich. Außerdem kann man sich ab heute bis einschließlich Samstag ohne Termin impfen lassen. Das überregionale Impfzentrum befindet sich in der Messehalle am Stadtring und ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet. In der Dissentjener Straße in Sandow müssen auf Höhe der Sandower Hauptstraße 17 bis 18 zwei Bäume gefällt werden. Eine Pappel ist im Bereich des Stammes stark geschädigt. An einem Spitzahorn sind außerdem bedeutende Äste in der Baumkrone gerissen und ausgefault. Um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können, werden die Maßnahmen bis Ende Februar durchgeführt, informiert die Stadtverwaltung. Um die Cottbuser Innenstadt mit diversen Angeboten zu beleben, sind in den letzten Monaten zahlreiche Ideen gesammelt worden. Das Ziel dabei ist es, einem drohenden Innenstadtsterben entgegenzuwirken. Zur Umsetzung der Vorhaben wurden Fördermittel in Höhe von 2,25 Millionen Euro für die Stadt zur Verfügung gestellt. Per Mausklick einfach und bequem von zu Hause aus bestellen und kurze Zeit später ist die gewünschte Ware schon da. Die Wagen von Paketboten werden immer voller, die Geschäfte in der Cottbuser Innenstadt hingegen immer leerer. Eine Entwicklung, die schon lange vor Corona auf dem Weg war. Die Pandemie hat alles aber noch einmal beschleunigt. Damit Städte und Kommunen das große Innenstadtsterben verhindern können, stellt der Bund nun Fördermittel bereit. Cottbus hat sich darum beworben und erhält bis 2025 wahrscheinlich 2,25 Millionen Euro. Damit sollen neue Ideen entwickelt werden, denn so weiter wie bisher geht es nicht.
Das Programm ist eigentlich so gestrickt, dass es halt darum geht, konzeptionelle Maßnahmen zu finden, die halt die Innenstadt wiederbeleben und die vor allem sich mit der Bewältigung der Corona-Folgen beschäftigen. Also wie kann ich sozusagen resilienter mit diesen Krisen in der Innenstadt umgehen? Was muss ich in der Innenstadt ändern, damit es eben nicht mehr zu diesen Folgen kommt? Das sind so Dinge wie, dass die Innenstadt nicht nur vom Einzelhandel lebt, sondern halt so eine Funktionsmischung da sein, dass auch Kultur und Freizeit die Leute in die Innenstadt locken und nicht nur das Shopping-Erlebnis allein. Auch das Thema Bildung und Schule oder auch Wohnen in der Innenstadt, das sind so ganz verschiedene Handlungsfelder, die noch in der Innenstadt ein bisschen zu kurz kommen in Cottbus und die man halt auch noch mit betrachten sollte, dass sozusagen alle Akteure in der Innenstadt sich auch angesprochen fühlen und sich in diesem Konzept beteiligen können. Ja. Mögliche Wege, wie man die Cottbuser Innenstadt beleben könnte, werden seit Mai 2021 besprochen. Da wurde die AG Innenstadt ins Leben gerufen. Darin vertreten sind die Stadt selbst, die IHK, EGC, BTU und vereinzelte Händler. Ideen daraus sind auch in der Bewerbung gelandet. Auch so ein Thema sind Verfügungsfonds, also eine Art Fonds, den sozusagen auch die Händler kriegen mit einem geringeren Eigenanteil, können sie das Geld dann mit relativ einfachen Mitteln auch umsetzen, für kleinere Projekte beispielsweise. Aber es geht auch um so kleinere bauliche Investitionen, beispielsweise eine Fassadenbegrünung oder eine Fassadengestaltung oder kleinere Kunstinstallationen in der Innenstadt, die auch sozusagen ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt ausmachen. Das erste Ziel ist zunächst aber, ein City-Management zu installieren. Noch im Frühjahr soll die Position ausgeschrieben werden. Er oder sie soll dann ein Leitbild für die kommenden Jahre erarbeiten, aber auch darüber hinaus ansprechbar für alle Belange im Stadtzentrum sein. Der City Manager ist im Prinzip das zentrale Organ. Also man sagt immer umgangssprachlich gern der Kümmerer. Es gibt ja Städte wie beispielsweise bei uns Forst schon, die einen City Manager haben. Und da ist es eben so, dass man dann eine Person oder in einer Stadt wie Cottbus werden es vielleicht auch mal zwei Personen sein, die sich das teilen, die eben alles, was in der Stadt Cottbus schon vorhanden ist. Also wir haben ja auch die Innenstadt, den Innenstadtverein, den Altstadtverein, das Stadtmarketingbündnis. All das soll ja miteinander kombiniert und vereint werden. Da muss es einen zentralen Punkt geben, wo alles zusammenläuft und dafür ist der City Manager am Ende da. Ehe die richtige Arbeit aber losgehen kann, wartet man noch auf das Okay vom Bund. Mit dem nötigen Zuwendungsbescheid für die 2,25 Millionen Euro rechne man im Februar 2023 soll ein Leitbild für die Innenstadt stehen. Danach sollen die erarbeiteten Maßnahmen umgesetzt werden. Seit dem Jahreswechsel unterstützen ehrenamtliche Teams des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter Unfallhilfe, des THW und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft die Stadt Cottbus. Sie führen PCR-Tests bei nicht mobilen Menschen durch. So besuchen sie im Auftrag des Gesundheitsamtes Einzelpersonen sowie Pflege- und Behinderteneinrichtungen. Damit ist sichergestellt, dass Menschen, die den Weg zu den Teststellen nicht allein bewältigen können, ebenfalls getestet werden können. Die Arbeit ist rein ehrenamtlich. Die Organisationen unterstützen sich gegenseitig mit Kräften und Technik. Hinzu kommt logistische und materielle Hilfe durch die Feuerwehr Cottbus. Thomas Bergner, Leiter des Verwaltungsstabes, lobt die Hilfsbereitschaft der freiwilligen Einsatzkräfte. Das Piccolo ist das Kinder- und Jugendtheater in Cottbus. Bisher lief der Theaterbetrieb als gemeinnützige GmbH. Das wird sich nun ändern. In der wöchentlichen Pressekonferenz der Stadt Cottbus bestätigten Theaterleiter Reinhard Rogler und Kulturfachbereichsleiter Bernd Wachold die Stiftungsgründung. Es ist jetzt auch urkundlich durch die Notare eingetragen, sodass jetzt im Grunde genommen, ich mach's mal hier persönlich, Piccolo nicht mehr Reinhard Rogler gehört, sondern niemandem, sprich einer Stiftung. Ich bin als einer der Mitgründer des Piccolo-Theaters auch sehr dankbar, dass diese Stiftungsratstruktur jetzt entstehen kann, also Land, Stadt, Personal und Förderverein. Darüber kommt ein Vorsitzender, da haben wir jemanden gewonnen, der bei uns jahrelang Wirtschaftsprüfer war, Professor Richter aus Hamburg. Und damit ist gewissermaßen so ein Prozess der Vergesellschaftung des Piccolo-Theaters abgeschlossen. Trotz der großen Pläne geht der laufende Spielbetrieb am Theater natürlich weiter. Noch in dieser Woche werden Odysseus und Chick, ein Schauspiel für Leute ab 12 Jahren, nach Wolfgang Herrndorf gespielt. Das Piccolo ist immer einen Besuch wert. Karten gibt es im Vorverkauf oder 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Theaterkasse. Das war's für heute bei LTV Aktuell. Morgen sind wir dabei, wenn die Handwerkskammer Cottbus die besten Ausbildungsbetriebe des vergangenen Jahres auszeichnet. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Tschüss und bleibt gesund.
das Labor meldet sich dann bei Ihnen. Wiederhören. Hallo, Gerl. Kommen Sie zur Auffrischungsimpfung? Ja. Carpendale? Hello again. Da bin ich wieder. Immer herein in die gute Stube. Nur mit der Auffrischungsimpfung sind Sie bestmöglich gegen schwere Erkrankungen durch das Coronavirus geschützt. Jetzt Probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne, Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 4864 27919. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.
große Jahresinventur bis zum 15. Januar im Möbelzentrum Großräschen. Markenmöbel und Küchen nochmals im Preis gesenkt. Viele Ausstellungsstücke sind bis zu 76% reduziert und unglaubliche 33% gibt es bei Möbelneubestellungen. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Natürlich haben wir für Sie auch wieder unsere 0% Sonderfinanzierung. Also kommen Sie vorbei, um sich exklusiv die aktuellen Preisvorteile zu sichern.